Hallo, meine lieben Feinschmecker. Ich bin's, eure Food-Ente, und mit dabei ist wieder unser Special Guest. Wenn du mich siehst, sag Maschallah, einfach die Hübsche. Ja, und wir haben heute die neue Dr. Oetker Fischstäbchen-Spinat-Pizza. Die ist so neu, dass es sie noch gar nicht gibt. Was ist mit dir los? Sag mal. Die kommt im April und im Prinzip ist es nur die Spinat-Pizza mit Fischstäbchen drauf. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, das kriegen wir auch selber hin. Fischstäbchen draufgeschmissen und ab in den Backofen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ob das schmeckt? Ich meine, okay, man isst ja eigentlich als Kind Fischstäbchen, Spinat und Püree. Ne? So das typische Essen gewesen bei uns. Und das hat immer mega geschmeckt. Das esse ich heute noch gerne. Und dann noch ein Spiegelei vielleicht noch oben drauf. Und im Prinzip ist das ja hier Spinat, Fischstäbchen und anstatt Püree halt Teig. Ne? Also kann ich mir gut vorstellen, dass das Ganze schmeckt. Und ich hätte jetzt das Fischstäbchen extra in der Pfanne machen können, dann wäre es wahrscheinlich leckerer geworden. Aber die Pizza, die rauskommt, die ist ja auch, da sind die Fischstäbchen ja auch schon drauf. Und deswegen habe ich das auch so gemacht. Und ich hoffe einfach, es schmeckt gut, weil es riecht schon gut. Es riecht nach Spinat, es riecht nach Fischstäbchen und ich bin gespannt wie ein kleines Kind. Oh, ich beiße da jetzt rein. Mhm. Heiß. Mhm. Es schmeckt ein bisschen wässrig irgendwie. Ein bisschen wässrig, aber obendrauf schön kross. Ich habe überlegt, machst du die jetzt wirklich so? Dann hast du die oben kross, aber unten matschig. Aber die originale Pizza wird auch so werden. Und ja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich muss ein paar Bissen mehr nehmen. Mhm. Einmal Pizza alleine. Die ist sehr, sehr spinatig. Ja, die ist richtig krass. Also, okay. Das ist die spinatigste Spinatpizza, die ich hatte bisher. Das ist auch Blattspinat. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Das freut mich jetzt total. Und jetzt nochmal hier mit Fischstäbchen. Mhm. Doch. Mhm. Es ist so ein Ticken wässrig irgendwie. Das müsste man vielleicht mal wegkriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Mayonnaise da drauf noch richtig gut kommen würde. Ich meine, Fischstäbchen Mayonnaise gehört eigentlich auch dazu. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Mhm. Schmeckt eigentlich cool. Weil es ist irgendwie was anderes. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, was man noch so auf die Pizza machen könnte, was wir ausprobieren können. Denn ich erzähle euch jetzt, wie es zu dieser Pizza überhaupt gekommen ist. Tatsächlich ist das mal ein April-Scherz gewesen. Und zwar im letzten Jahr. Und zwar von einem Food-YouTuber. Der Food-YouTuber heißt Guru, Food-Guru oder so. Hm? Hm. Hm. Doch, ist geil. Hm. Ist leider doch geil. Und der hat ein Video gemacht und hat so getan, als ob. Ne? Und das ist aber so gut bei der Community angekommen, dass Dr. Oetker hingegangen ist und jetzt tatsächlich aus diesem April-Scherz eine echte Pizza macht. Und deswegen ist es ja gar nicht so dumm, darüber nachzudenken, was könnte man noch da drauf tun? Da ist übrigens kein Red Bull drin, sondern Wasser. Was könnte man da noch drauf tun auf eine Pizza? Was Dr. Oetker dann vielleicht auch machen könnte? Wie wäre es mit einer Pommes-Pizza? Oder eine Hotdog-Pizza? Mhm. Eine Bacon-Pizza? Boah, was könnte man noch alles machen? Man müsste jetzt noch mehr Käse drauf machen. Noch mehr Käse drauf. Ich glaube, das wäre so eine matschige, geile Pizza geworden. Da muss man gar nicht warten, bis die offizielle kommt. Ihr könnt das selber machen.
Ich habe die Pizza heute im Kaufland für 1,50 Euro geholt. Und die Fischstäbchen kosten jetzt auch nicht die Welt. Und das ist eine geile Idee. Wenn ihr das euren Kindern heute auf den Teller packt, mega gut. Das ist genau das Richtige für den Christian. Christian, wenn du zuguckst, das musst du deinen Kids auf den Teller packen. Also diese Pizza bekommt von mir 8 von 10 Sternen. Es geht auf jeden Fall besser. Ich denke, ein bisschen mehr Käse und vielleicht sogar ein bisschen Mayo auf die Fischstäbchen wären jetzt noch das i-Tüpfelchen. Also da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wie gesagt, macht's gerne nach. Schreibt, ob es euch geschmeckt hat. Wir sehen uns dann beim nächsten richtigen Food Review. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Review vorm Review. Denn wenn die rauskommt, testen wir sie auch nochmal. Bis dann. Und hier ist noch ein Pizza-Video und da ist ein Pizza-Video. Das eine ist Bud Spencer. Das ist eine 10 von 10 gewesen. Schaut es euch mal an. Ich bin raus. Tschüss. Wenn du mich siehst, sag Maschallah, einfach die Hübsche.